Mann. War das eine Tour? Atemberaubend. Aber das ist halt das Schlimme, das Spiel gibt irgendeinen Blödsinn vor. Das heißt, Stadion auf der falschen Seite angefahren, letztlich ja durch das Spiel. Weil das ist ja Quatsch, ich hätte die andere Seite anfahren müssen. Und dann sagt das Spiel, obwohl du eigentlich alles richtig machst, oh, du hast eine Haltestelle übersprungen. Obwohl wir alle Haltestellen angefahren sind. Also das sind alles so Dinge, ja. Das muss nicht sein und das führt natürlich dann auch zu Fehlern. Die letztlich Abzüge in der B-Note bringen und dann unter Umständen diese Fahrt hier auch für sinnlos machen. Dann diese Unfälle, die, ja, vor allem auch auf der Rückfahrt, diese Unfälle, ich habe Vorrang. Da war kein Unfall und trotzdem, gibt es da irgendeine Unfallmeldung. Ja, das ist Quark, das ist echt Quark. Du kannst ja auch nichts dagegen machen, du kannst ja nicht sagen, ja, ne, ist ja nicht schlimm. Wenn es mal ein Unfall ist, scheiß drauf, ja, dann verdienst du ein bisschen weniger Geld oder so. Aber es ist trotzdem total ärgerlich. So, alles grün. Ich habe gedacht, der fährt mich rein. Ey. So, hier noch. Einmal an der Haltestelle Baccaratstraße vorbei. Das ist auch so eine Sache. Diese drei Autos dürften hier nicht stehen. Das ist eine Ausfahrt. Ja. Das macht für mich keinen Sinn, die da hinzustellen. So. Okay. Wir drücken die Parkbremse. Wir machen das Licht aus. Wir machen den Motor aus. Und wir steigen aus und gucken mal, was wir denn so erreicht haben. Oh. Also. Hallo, Mira Tannhauser von der Stadtverwaltung. Die neue Buslinie kommt sehr gut an. Danke. Wir haben ein neues Projekt in Planung. Unser Ziel ist, dem Shopping Center im Inner City District zu mehr Kundschaft zu verhelfen. Als Maßnahme würden wir gerne zwei Buslinien lancieren. Eine vom Residential und eine vom Suburban District hin zum Einkaufscenter. Helfen Sie uns dabei, dieses Projekt in die Tat umzusetzen? Nein, definitiv nicht. Ich habe gerade noch gesagt, ich will nicht mehr zum Einkaufszentrum fahren. Wir haben drei Beförderungen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte was? Ja, wir verdienen ein bisschen Geld, wa? Hm. 10 Gelenkbusse. Ja, nee, ist klar. Hm. 10 Gelenkbusse. Gut, dann macht ihr mit. Wir kaufen einen neuen Gelenkbus. Yeah. Was nehmen wir denn? Ein 2.14er oder lieber den 2.17er, ne? Ja. Wobei. Ach komm, wir kaufen mal den hier. Den müssen wir mal eben, davon können wir ja ein paar kaufen. Ne? Wir können ja auch mal eben gucken, wie viel haben wir denn generell schon. Ihr seht, wir haben eine kleine Busflotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So, einmal die Farbe. Dann die Werbung. Wir haben leider echt nur die paar Dinger Werbung zur Auswahl. Was ich echt schade finde. Da hätten sie sich statt dieser Aufkleber, hätten sie hier ruhig mehr Werbung reinpacken können. Aber nö. So, einmal die Werbung dran klatschen. Zack. Und zack. Annehmen. Verlassen. Möchtest du die Änderung dieser Anpassung speichern? Ja. So, wir gehen wieder zum Händler und kaufen den nächsten Bus. Ist ja nicht so, als wenn wir es uns nicht leisten könnten. Wieder 270.000. So, das müsste jetzt Nummer 9 sein, ne? Und wir gehen wieder ins Minus. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass wir gar nicht genug Busfahrer mehr einkaufen können. Das könnte ein Problem werden. Was nehmen wir denn mal? Das hatten wir schon. Das. Hier, komm, nehmen wir das wieder. So, das macht ihr jetzt. Ihr seid jetzt live dabei. Sozusagen. Oder wollen wir wieder eine Mischung machen hier? Zentre. So. Kommt hier ein Zentre hin. Und hier kommt Notenlinie hin. Na, den hier. Ne? Wir gehen sowieso fett ins Minus jetzt. Ja, ich weiß, ich bin gleich pleite. Aber wir haben schon mal 10 Gelenkbusse. So, und für den müssen wir natürlich auch noch Werbung machen. Boah, 37 Busse. Wow. Das hätte ich also nicht gedacht, dass wir das so schnell dann hinkriegen. So. Und auch der kriegt wieder unser Farbkleid und er kriegt Werbung. Und diesmal machen wir Werbung für Amphi. Dann kommt hier der Ledergedöns hin und dann kommt hier der Ledergedöns hin und dann kommt hier Amphi hin. So. Sehr schön. Busfahrer, wen können wir denn noch einstellen? Den und den. Damit haben wir sie alle eingestellt. Verdammt. Was sollen wir denn machen? Wie viel haben wir denn verdient? Also mit der 6.000, mit der 7.000, mit der 9.000, mit der 4.000, 9.000. Freiheitsstraße sind wir bei 10.000. Hier können wir noch 2 draufsetzen, das tun wir. Und dann müssen wir tatsächlich beim nächsten Mal gucken, dass wir einen neuen Bus kriegen. So, erstelle eine Route, die 5 Haltestellen im Suburban-Distrikt beinhaltet. Suburban. Erstelle eine Route, die 5 Haltestellen im Suburban-Distrikt mit dem Einkaufszentrum verbindet. Fahre maximal Intervall von 10 Minuten. 5. Und wir müssen zum Einkaufszentrum. Das ist hier hinten. Da müssen wir hin. Naja, gut, wie machen wir das? 5 Stück. Ja, die möchte ich fahren, aber erst gleich. Weil die fahren wir jetzt auch noch. Komm. Ich weiß, die habe ich gerade auf eine andere Route gesetzt. Nee, Quatsch, hier. Ja, erfüllt. Ha, brauche ich nicht mehr fahren. Hä? Dann kann ich dich doch wieder zurück auf die andere Route setzen, weil die lösche ich wieder. Definitiv. Definitiv lösche ich die wieder. Okay.
Sollen wir die mal eben noch fahren als Hin- und Rücktour? Und dafür nehmen wir unseren ersten Bus. Yeah! Aber bevor es hier in diesem lauten Ding losgeht, trinken wir erstmal einen Kaffeehaak. Das laute Tor auf. Ach, es ist immer ein Genuss, wenn man hier reinkommt. Sag mal, habe ich gerade jetzt irgendwas falsch gemacht? Was ist das denn jetzt für eine Tour hier? Die wollte ich doch nicht fahren. Ist doch dumm Teuch. Aber sowas von dumm Tüch. Quatsch. Wollte ich doch gar nicht. Ach, du Fussi, du Depp. Du wolltest doch die Tour fahren hier. Genau. So, jetzt aber. Entschuldigung. Mann. Das ist, wenn man alt ist und mal gerade schon wieder eine Stunde Fahrt hinter sich hat. Bloß gerade die Treppe runter. So, und jetzt kommt mal etwas, was wir schon ganz lange nicht mehr hatten. Genau, wir starten hier und fahren direkt an die Bushaltestelle. Da werden doch Erinnerungen wach, als wir noch mit einem Bus Schulden hatten, oder? Schön voll. Stiftgasse. Ja. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. 1, 2, 3, 6, 60, bitte. Bitte sehr. Vielen Dank. Kein Thema. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Ach, danke. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Vielen Dank. Kein Thema. Alle drin? Und los geht's. Juhu. Ich freue mich. Pauluskirche. Hier hat der ganze Scheiß angefangen. Könnt ihr euch noch dran erinnern, früher? Wer sich nicht dran erinnern kann, guckt euch doch einfach mal die alten Folgen. Es gibt ja nun mittlerweile eine Playlist. Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung ändern kann. Doch, das ist ein YouTube-Kanal, der sowas von sich gibt. Doch. Und was auf YouTube ist, ist immer alles wahr. Je besser du dich ernährst, umso heller werden sie. Wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Weil ihr blöd seid. So. Guten Tag. Eine Guten Tag. Normale Einzelfahrt, bitte. 2,20, bitte. Vielen Dank. Eine normale Fahrkarte. 2,20, bitte. Vielen Dank. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. 52 Euro, bitte. Bitte. Das können die ruhig öfters machen. Ich friere.
Bitte unternehmen Sie etwas. Nächster Halt, Goethestraße West.